Ja, hallo da draußen aus dem Corona-Bezirk Dortmund, sei gegrüßt. Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ein bisschen bedrückt der ganzen Situation gegenüber. Es geht um den Sonntag, den vergangenen Sonntag, wo der Großeinsatz hier in Lüdenscheid-Dortmund von der Feuerwehr war. Leider war ich derjenige, der ja, mit dabei war, als Opfer sozusagen. Ja, es wurden bei uns zwei Brandsätze gesetzt in zwei Häusern hier in dem Wohnungsgebiet, wo ich wohne. Und leider war da meins dabei und ich war sozusagen in der Situation, dass ich, ja, ich wohne ziemlich weit oben in dem Haus und konnte natürlich über die nächtliche Aktion des Pinkelns gehen. Ja, man ist ja alt, man muss öfters mal auf Klo und dadurch ist natürlich die Situation entstanden, dass ich aus dem Fenster oder beziehungsweise mein Fenster war aufgeklappt und ich habe diesen Duft, diesen Brandduft, dieses Plastik, dieses, also so ein, ja, als würde so eine Kerze schmoren. Wenn man so eine Kerze ausbläst, hat man so einen Geruch, und das roch. Und ich bin so sensibel und wie so eine Frau. Ja, wenn da was klingt, was riecht, was macht, bin ich sofort wach. Ja, und meine Sensoren waren natürlich so, dass wirklich das aus dem Fenster geschaut habe und gegenüber das Haus schon, in Rauchschwaden stand. Nun habe ich dem Haus gegenüber natürlich signalisiert, dass es bei denen brennt und habe versucht, die Feuerwehr zu rufen und kam aber nicht mehr dazu, weil ich dann mein Fenster geschlossen hatte und mich umgedreht hatte wegen der Situation, dass ich meine Jacke anziehen wollte und runtergehen wollte und vielleicht da bei dem brennenden Haus nachschauen wollte. Kam aber nicht mehr dazu, weil an meiner Ausgangstür, sprich auch also Wohnzimmer, schon Rauchschwaden in meinem Haus waren. Es ist jetzt irritierend, aber das ist so, dass bei uns auch gebrannt hat. Ja, also ich habe gedacht, das gegenüberliegende Haus hat mir den Geruch in meiner Wohnung verschafft, weil ich das Fenster offen hatte. Aber leider waren das von unserem Haus und dann klickte nur noch meine Instinkte im Kopf und es machte nur Klick, Klick, Klick und meine Handlung kam und ich habe hier alle aus der Wohnung hier rausgerissen. Wir haben einfach nur Jacken angezogen. Der Hausflur war eigentlich schon nicht mehr betretbar. Trotz alledem haben wir, ja, wie man immer so schön sagt, halt dir die Nase zu, zieh dir irgendwas drüber und seh zu, dass du aus der Rauchregion rauskommst. Nun war das so, keiner wusste, wo der Brandherd war. Nun sind wir einfach die ganzen Etagen vom Haus heruntergerannt, haben uns gegenseitig festgehalten und also es wurde immer schlimmer, immer stickiger, wir hatten keine Luft mehr, wir waren knapp vorm Ersticken. Es hört sich jetzt alles extremst hochgespielt an, war aber leider nicht so. Nur ich habe beim Runtergehen geschrien, es sind ja noch mehr im Haus, ich bin ja da nicht allein. Und ja, wie soll ich sagen, sind alle danach wach geworden und sind halt rausgekommen. Durch mein Herumschreien und meinen Instinkten, kann man so sagen, habe ich alle wachgerüttelt. Es ist so, dass man überlegt, was wäre gewesen, wenn man nicht wach geworden wäre. Würde ich sagen, wäre das gewesen. Es wäre das gewesen. Ich wäre an den Rauchschwaden, an den Feuerschwaden erstickt. Es wäre so gewesen, dass wir die schwerste Rauchvergiftung gehabt hätten. Und ja, ich weiß nicht, es war Brandstiftung, was die Polizei jetzt ermittelt hat. Ich weiß nicht, an die Idioten da draußen, die vielleicht mein Video sehen, ja, wie bescheuert ihr seid, um sowas zu machen.
in der Nacht in ein Mehrfamilienhaus Feuer zu legen. Vielleicht habt ihr gar nicht gewusst, was da alles passiert, ja? Vielleicht habt ihr einfach nur gedacht, wir wollen mal ein bisschen schmoken. Vielleicht wart ihr kleinen Kinder da draußen nicht in der Lage, darüber nachzudenken, dass ihr vielleicht schon an einen Mord grenzt und nicht an einer kleinen Fackelei, an eine Streichholz oder mach mal hier irgendwie jemanden Angst oder wie auch immer. Das grenzte schon an Mord. Ich hoffe, ihr Idioten da draußen werdet bald geschnappt. Egal wie ihr über mich denkt, egal wie es jetzt rüberkommt, aber das ist einfach unterstes Niveau. Man hat nicht drüber nachgedacht, wie viele Kinder hier im Haus leben. Kinder, die so klein sind, dass die jetzt psychische Probleme haben. Man hat nicht drüber nachgedacht. Also die Kinder, die das jetzt gemacht haben. Also man sollte wirklich an die Menschlichkeit appellieren, an euch da draußen. Wenn ihr es seht, ich hoffe, euch trifft das Karma. Das Karma, was ihr hier gemacht habt, trifft euch irgendwann. Der Tag X ist gezählt. Ihr werdet irgendwo dafür bestraft werden. Und das an euch da draußen, die vielleicht meine Nachbarn sind, die das gemacht haben. Um einfach mal das Ausmaß der ganzen Sache zu sehen, schaut euch mal hier das Video an. Für euch. Die Feuerwehr Dortmund musste am frühen Sonntagmorgen in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern Kellerbrände löschen. In beiden Gebäuden war Gerümpel in Brand geraten. Der Brandrauch breitete sich auch in den Treppenhäusern benachbarter Gebäude aus, weil die Kellergeschosse unterirdisch miteinander verbunden sind. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, insgesamt 46 Menschen mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. So, das Video hat gezeigt in einer Art und Weise, dass, also Außenstehende, ihr habt jetzt das Video gesehen und sagt, ja, ist ja nicht so schlimm und ja, mein Gott, da gibt es Schlimmeres. Ja, glaube ich euch gerne, aber die Sache da drin ist, wir haben es durchgemacht, ja. Diese durchgemacht ist was ganz anderes, als es zu sehen. Diese eigentliche Sache, die man mit dem Rauchduft anfängt im Kopf zu zirkulieren, man rennt runter, man will sich in Sicherheit bringen, man weiß nicht, wo vielleicht der Brandherd ist, ja, ob einen die Flammen gleich ins Gesicht schlagen, ob man da je wieder rauskommt oder je durchkommt. Ja. Erst wo man auf der Straße stand, hat man vielleicht erst in einer Schocksituation realisiert, wow, ich hab's geschafft. Ich habe dieses Video, was ihr jetzt gesehen habt, mir auch mehrmals angeschaut und habe erst im Nachhinein realisiert, wie krass das doch eigentlich war. Und ich danke hier an dieser Stelle dem WDR, Lokalzeit Dortmund. Ich danke euch für das Video, das ihr mir zur Verfügung gestellt habt, auf meine Anfrage hin. Und möchte allen, die hier beteiligt waren, als Opfer gute Genesung wünschen und die hier mein Video jetzt sehen. Und uns geht es im Moment allen nicht gut. Wir sind alle noch am Knabbern dran, aber wir schaffen das. Und uns fehlen jetzt natürlich so diverse Sachen, weil die Brände einiges zerstört haben. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, weil die Medien es gesagt haben, er hätte Gerümpel gebrannt. Das ist totaler Quatsch. Das sind Eigentumssachen von Leuten, die da Feuer gefangen haben und die halt einiges jetzt auch vermissen. Ne? Aber gut, das ist die andere Sache. Ich möchte auch an dieser Stelle, um es nicht langweilig jetzt euch zu hören, bla bla bla, immer über dieses Feuer. Ich möchte hier an dieser Stelle auch die ganzen Leute, die uns von den Sanitätern bis zu diesen Feuerwehrleuten uns geholfen haben, schnell rauszukommen, die sehr schnell zur Seite uns gestanden haben, die natürlich erst total geschockt waren, weil es zwei Häuser waren, die dort gebrannt haben, aber es dann doch geschafft haben, uns sehr gut zur Seite zu stehen mit gesundheitlichen Sachen und anderen Sachen, die man dann brauchte.
Wir wurden natürlich dann auch ärztlich untersucht. Wir wurden ins Warme gebracht. Und man hat sich um uns gekümmert mit Wasser, Süßigkeiten. Also ärztliche Untersuchung. Und ich sage ganz ehrlich, Dankeschön an die hier ganz groß, falls ihr seht, an die Feuerwehr oder an die Freiwillige Feuerwehr Lütchen-Dortmund. Die Freiwillige Feuerwehr Lütchen-Dortmund hat sich richtig reingehangen. Ja, die waren sehr nett, die waren sehr zuvorkommend. Sie haben alle Wünsche uns von den Lippen abgelesen. Und hier ganz großes Dank an diese Menschen, die da wirklich ihren Job 100% ausgeführt haben. Ja, und zu den Feuerwehren nochmal dazu. Es war ja nicht nur die Lütchen-Dortmunder Feuerwehr, sondern es waren noch viele mehr beteiligt. Und zwar darf ich das mal kurz zitieren aus einem Rundschreiben. Es waren die Einheiten der Feuerwehrwache 5 in Marten da. Es war die Feuerwehrwache 8 in Eichlinghofen da. Es war die Feuerwehrwache 9 aus Mengede. Es war die Feuerwehrwache 1 aus Mitte. Und natürlich die Lütchen-Dortmunder. Und an all die Leute, die hier draußen waren, an all die Feuerwehrleute und all die damit zu tun hatten, die Sanitäter, wir hatten sehr gute Sanitäter, wir hatten Polizei natürlich nicht vergessen, ja, die Polizei hat sehr gute Vorsorge- und Absperrmaßnahmen getroffen. Und an all die, auch wenn sie es nicht sehen, scheißegal, ich schicke es trotzdem raus, an all die ein großes Respekt und Dankeschön. Weil ohne diesen Leuten wüssten wir nicht, wo wir jetzt wären. Und die Feuerwehr Lütchen-Dortmund hat uns mit einem Bus, mit einem Mannschaftsbus natürlich auch ordentlich verpflegt. Und ja, wie gesagt, die haben uns danach auch wieder nach Hause gefahren und das macht nicht jeder. Also diese Zeit und diese ganzen Sachen auf sich zu nehmen, für die Leute da zu sein, und wir waren geschlagene 5 Stunden. 5 Stunden waren wir evakuiert, und in den 5 Stunden hat man bis zur letzten Minute hat man sich um uns gekümmert. Natürlich auch das Nachhausefahren und das Abholen und all das. Und wirklich ein Wow. Ja, man hat Zwischenmenschlichkeit gefunden. Man hat Ablenkungen gehabt. Die Kinder wurden versorgt. Und ja. Das zu dem Thema. Natürlich darf man den Coronavirus jetzt nicht verpassen. Das ist natürlich jetzt die ganz große Sache. Wir natürlich mit einem absoluten Extrapunkt. Wir haben den Brand, wir haben die Corona, wir haben immer noch Probleme. Das Haus funktioniert noch nicht so richtig. Und wir haben heute ein paar Tage später, ich konnte das Video noch nicht hochladen, weil ich erst auf den WDR auch gewartet habe. Aber im Moment geht's uns gut. Ich versuche Videos zu drehen. Vielleicht bekommen wir hier eine Ausgangssperre. Dann geht natürlich werkstatttechnisch vielleicht ja gar nichts mehr. Ich versuche vielleicht dann Home-Videos zu machen. Ja, Home-Office-Videos oder Livestreams. Ja, vielleicht hat das ein oder andere schon im Fernsehen oder in, es gibt Bildzeitungen, das WDR, das sind die Ruhrnachrichten, es sind lokale Zeitschriften, die haben das natürlich alle reingehauen, und es ist wirklich überall zu lesen, es ist sogar in den Medien, im Internet zu lesen und im Radio. Ja, ich war lange am Überlegen, ob ich das jetzt mache oder nicht, aber ich dachte mir, ihr solltet mal eine Info kriegen, und ich will jetzt natürlich nicht, dass jetzt die Leute hierher kommen und irgendwelche Pakete bringen oder irgendwelche Szenarien machen oder wie auch immer, ja. Und es ist alles in Ordnung, und das Einzige, was, wenn irgendjemand eine Idee hat oder irgendjemand ja, was machen will und er kann es nicht sein lassen, ja, den gibt es hier unten bei mir im Benachrichtigungskasten oder im Videokasten. Gerne meine Paketenanschriften. Ich habe einen Spendenlink über PayPal, falls einer mal einen Euro schicken will, weil es jetzt auch, ja, ne, es sind viele elektronische Nachteile in dem Haus, die es jetzt gibt, und es fehlt natürlich hier, es fehlt natürlich da. Man ist nicht vorbereitet auf so einen großen Brand, auf Corona ja schon, aber nicht auf den Brand. Und so eine doppelte Belastung ist halt echt krass, und
Man muss das Beste draus machen, ja? Kopf nach oben, wir werden das schaffen. Der Brand hat uns nicht getötet, Corona wird es auch nicht schaffen. Wie gesagt, ich möchte auch an die ganze Zusammenarbeit, vielleicht der ein oder andere hier aus dem Haus sieht vielleicht auch meine Videos, und ich möchte mich all die, die hier zusammen jetzt in der Not, wie soll ich sagen, zusammengearbeitet haben, zusammengehalten haben, ja, ein Kollegium gebildet haben, und dass man sich hier in einem Boot, ja, wirklich jeder, den jeden hilft und für den anderen da ist und zuhört, und es ist alles eine große Belastung. Erstmal einen Schluck trinken. Es ist alles eine große Belastung. Und aber an all die, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen auch den Corona zu besiegen, und vielleicht, wenn wir irgendwann die Ausgangssperre hier haben im Haus, schaffen wir auch noch, dass wir uns gegenseitig irgendwie beliefern. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich kann nur eins sagen an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr seht das Video nicht irgendwie so, jetzt heult er und ne. Ich sage euch nur, bleibt gesund, passt auf euch auf, hört zu, was man euch sagt, haltet euch zu Hause. Es ist scheiße, draußen rumzurennen, es schlimmer zu machen. Versucht zu Hause zu bleiben, versucht nicht so viel zu kaufen, weil ihr kauft den anderen alles weg. Und ich habe so eine Situation, mir fehlen so ein paar Sachen, und es ist wirklich brutal, was man denn an Extrakosten hat, wenn man es teurer kaufen muss, und man merkt, das Geld geht einem aus, die Ware geht einem aus, und man steht dann am AA. Macht den Fehler nicht. Haltet den Kopf hoch, ihr da draußen. All die, die mir dieses Video jetzt angesehen habt, es folgen Videos, ich höre jetzt nicht auf, das war jetzt nicht das letzte Video, das war klar. Ne? Aber das war nur so ein emotionales Video jetzt für mich. Ich wollte einfach euch das mitteilen, wie es mir momentan hier geht. Und vielleicht habe ich auch den einen oder anderen wachgerüttelt, dass es manchmal von einem auf den anderen Tag ein Schicksalsschlag treffen kann, der einen so weit zurückschießt, dass man drüber nachdenkt, mitzuschwimmen mit den anderen, weil das ist das Beste, was es gibt. Einzeln kämpfen, man kommt nicht weit. Und das hat mir das hier an dem Sonntagmorgen gezeigt, dass wenn alle an den gleichen Strang ziehen und alle das machen, was für richtig man gemacht, also dass man für richtig machen muss, dann klappt das, dann kommt man da durch. Und ich sag mal, der Krieg wurde auch nicht mit einem Mann gewonnen, sondern mit Heeren. Ja? Und ich entschuldige mich dafür, dass ich so emotional war und so langweilig geredet habe. Aber ich denke, ihr versteht das. Und ihr habt... ihr versteht das und verurteilt mich jetzt nicht dafür, dass ich jetzt so ein Video gemacht habe. Und vielleicht kommen die weiteren Videos über meine Quarantäne, die ich hier jetzt haben werde, vielleicht bald. Man weiß es nicht, wir wissen es alle nicht. Nur das eine, Kopf hoch, Leute, kämpft, macht und tut. Aber eins nicht vergessen, abonnieren, liken, Kommentar schreiben. Daumen hoch, umso mehr Daumen ich habe, ja, und umso mehr Abos ich habe. Und ich brauch's nur langsam mal, ja. Ich danke euch, in dem Sinne, Lost Motors sagt auf Wiedersehen, und euer Losty sagt tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.